Noch immer nice, nice, nice. Nein, das nimmst du nicht als Anmoderation. Wer? Und damit willkommen zu einem neuen Mitgenommen. Hallo. Was nehme ich nicht als Anmoderation, Press? Weiß ich ja nicht. Ich denke mal, du kannst es gar nicht reinstellen, weil ich es einfach muten werde im Nachhinein. Haha. Hallo. Schade. So, willkommen zu einem neuen Metronom-Battle. Heutiges Thema, man sieht es vielleicht schon, sind Pokémon. Ja, wir haben uns mal gedacht, wir benutzen heute mal ausnahmsweise Pokémon anstatt Digimon. Na, ich wollte nicht Digimon sagen, weil Digimon so lame ist, aber ja, hat's Present doch gemacht. Natürlich, ich bin lame, also mache ich das auch. Hallo? Was ist los mit dir? Ja, auf jeden Fall ist das heutige Thema Pokémon Tekken. Und auf Presents Kanal werden wir ebenfalls ein. Soll ich das sagen? Oder soll ich es jetzt rausschneiden? Nee. Ja, da gibt es auch ein Pokémon Tekken Metronome Battle. Halt mit anderen Pokémon, ne? Also ja, richtig. So, es fügt sich alles quasi zusammen. Und nicht mit alles Digimon. Haha, Roffel XD, LMAO. Haha, okay. Gut, damit haben wir jetzt hier coole Pokken-Charaktere. Und wieso ist Lucario denn schon in der Megaform? Wieso ist Knackrack schon in der Megaform? Haben wir gefunden. Weil wir cool sind. Haben wir erfunden. Weil wir das erfunden haben. Ich hab gesagt gefunden, aber erfunden finde ich besser. Wir haben die erfunden und deswegen haben wir die schon in der Mega-Entwicklung. Ja, richtig, richtig. Wir sind die Leute, die hinter der Mega-Entwicklung sind. Tatsächlich, Alter, es windet gerade draußen. Nicht? Also ich habe eben mein Fenster aufgemacht. Das interessiert auch alle Leute. Los, Main! Das ist richtig Moment, was? Windig. Als ob du deinen Main auch... Ich meine, was? Ich habe meinen Main nicht Main genannt. Wieso hast du deine Pokémon immer an Freundesbällen, Mann? Ich liebe Freundesbälle, ich liebe meine Pokémon. Vergiss es bloß immer zu ändern. Nein, ich liebe meine Pokémon. Nee, das stimmt nicht. Doch, Mann. So, nee, jetzt, nicht. Ich würde sagen, dass ich im Typenvorteil bin. Wobei eigentlich nicht das ganz. Das stimmt, Event. Ja, so. So halb. Ich kriege jetzt gleich einfach ein EQ und dann ist einfach Nee, will nicht. Eine Tarnung erstmal hier tarnen, damit ich hier, ja. Ich weiß Alter, nicht, das sieht sick aus. Das sieht schon, ja, normal, nice. Alter. Holy shit. Die normalste Batterie. Nice, sehr, sehr cool. Jetzt hau ich erstmal meinen Z-Move mit Mega Lucario raus. Alter, wenn ich jetzt hier den Z-Fighting-Move bekomme. Wie kann denn ein Mega-Pokémon eine Z-Attacke Z-Clown? Ich weiß es nicht, Z-Clown. Nice, super. Clown-Metzahne für sich ist halt schon gut. Ist schon gut. Sagen. Dann habe ich auch eine Genauigkeit und so. Ist schon solide. Trifft Eiseskälte immer, genau. Ja, so kennt man das so, oder? Oder? Ja. Alles klar, und jetzt haben wir die hier mal rein. Jetzt kriege ich einfach Z-EQ auf Lucario. Oder du bekommst halt einfach Z-Sandwirbel. Auf Lucario? Ja, das würde deine Genauigkeit senken. Oh, Z-Donnerschock. Ja, also je nachdem, gegen was das geht, kann das echt Schaden machen. Meinst du? Also gegen Lucario schon. Lucario hat jetzt nicht die beste Verteidigung. Was geht gegen Lucario? Und du hast einen guten Spezialangriff. Das macht bestimmt 40%, oder? Oh, Alter! Holy shit, das ist ja echt guter Damage. Echt los, cool. Scout-Lull. Liebreiz? Verdammt! Hä, warte. Hä? Was? Was? Hä? Ja, sorry, Mann. Max ist doch nicht so liebreizend, wie er denkt. Ja, das ist ja sowieso nicht, aber wieso hat das jetzt nicht funktioniert? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mehr, was für eine Attacke das ist. Ich auch nicht. Was ich. Alter, findest du auch egal. Das, das ist schon nice. Man kann halt flinchen, ne? Ist halt so das, was mir gerade am meisten Sorgen macht. Eisenabwehr. Alter, der boostet sich ja jetzt richtig. Tja, das, ich muss halt erstmal so meine schönen Boosting-Moves rausholen, ne? Okay, immerhin kein Flinch, alles gut. So, was macht Mega Knacker jetzt? Psychobeißer. Alter! Halt auf Lucario! Okay, nein. Ja! Okay, durch meinen Plus-2-Boost bin ich hier wieder dabei. Ja, trotzdem war es ganz nice, Mann. Und jetzt töte ich dich einfach, Bodyguard. Ja, Bodyguard! Du musst dich halt erstmal setupen, weißt du, ein Bodyguard... Warte, was ist ein Bodyguard? Ich kann keine Statusveränderungen auf mich drauf bekommen, ja, oder? Ja. Und du wirst richtig aufgepumpt und niemand kann mehr an dir vorbei. Cool. Gut. Nice, das ist richtig gut. Noch den Boost dazu. Bitte kein Boost, bitte Komm, kein Boost. Boost, bitte kein Boost. Boost. Ich glaube, das sind noch 70%, das sind keine Hexer, also wirklich. Ah, das sind doch keine 70%, oder? Doch, ich glaube schon. Oder 50. 50 oder 70. Kaum Schloss. Ja, geil, das geht auf Dings, oder? Okay, gut. Oh, Mann, das wäre okay, nice. Auf Empoleon ist echt nicht so schlimm. Ja, aber das stimmt. Garchomp wäre es echt schlimm. Es hätte Garchomp safe gekillt. Nee, das glaube ich nicht. Doch, safe. Ist in meinem Klaue? Ah, auf Mewtwo wäre das gar. Ja, auf, nice. Ja, wollte ich eigentlich auch. Oh, nice, den Death Drop. Das ist nicht cool. Also, Kario, du könntest dich gerne mal wieder aufheilen. Das wäre sehr, sehr cool. Komm schon, bitte, bitte, bitte. Feuersäulen. Nein, oder? Nein! Mann, okay. Oh. Warte, was?
Los, mein Fluch! Tschüss! Wie saß du auf Lucario nicht im Fluchknopf? Das wäre viel cooler gewesen. Nee. Noch immer nice. Alter, Glibunkel ist einfach das coolste Pokémon, die auf dem Das ist Welt. Einfach das krasseste hier von allen, Mann. Das hat auf jeden Fall den Uber-Status verdient, Mann. Auf jeden Fall, ja. Also, holy shit, da habe ich jetzt schon ein bisschen Angst. Ja, könnte wahrscheinlich sogar trotzdem noch ziemlich schnell sein, vielleicht so eine Liebeskuss. Nein, der hält sich jetzt echt noch. Bin ich auf Garchomp. Ach, okay, Mann, das wäre so gut gewesen, Mann. Sonst hättest du dich halt wirklich ordentlich hochgeheilt. Ja, das wäre schon solide gewesen. Ja, das wäre schon echt kacke gewesen. Okay, jetzt töte den endlich. Lichtkanone, bitte. Ja. Mann, geh doch jetzt nicht immer mit den nicht sehr effektiv. Du Liebeskuss. So, Jackie Chan, bitte, könntest du dich gleich hochheilen, damit wir wirklich... Töte den doch einfach. Töte den! Spinnennetz? Der flieht nicht, jetzt weiß ich. Er macht nicht die Inne drunter, sondern wir können jetzt nicht fliehen. Also, endlich wissen wir, was es ist. Noch immer, nice. Spinnennetz. Setzt halt erstmal das schöne Money, Alter. Das macht sogar Damage, ne? Ja, das macht sogar vielleicht 20 KP, 10, macht keine Ahnung. Sogar Zeit. Mann, jetzt bitte heil dich nicht oder so. Bitte. Doch, bitte, das wäre ziemlich nice. Bitte nicht. Oder setz einfach mal eine ziemlich starke Attacke ein. Explosion. Schau mal. Oh, Alter, nein! Das ist richtig gut. Erdbeben, bitte. Nee. Empoleon, bitte setz Erdbeben ein. Agatha wäre auch noch okay. Ich wollte gerade sagen, wieso Empoleon und nicht Knackreiz? Ja, weil es so oder so schön bleibt. Oh, nice! Oh, das kannst du mir nicht erzählen! Das ist ziemlich nice. Bullshit! Drachenpuls? Bullshit! Das ist absoluter Bullshit! Gungi Blunke steht einfach nur so und denkt sich, haha, meine Drachenhut, Alter! Wow! Ich liebe mein Leben, Mann! Bullshit! Wrestling? Also Alter, wenn es jetzt... Wow, jetzt ist Schaufler auf beide super stark. Ja, ich weiß. Ich bin halt hier das mit meinen Strategies am Start. Wenn es jetzt auf Pikachu geht, ne? Dann ist das schon ziemlich nice. Absoluter Nein. Bullshit. Family-friendly bitte, ja. Also wirklich, ja, was ist los? Scheiße ist es! Nichts mit family-friendly jetzt! Fotz den weg, Mann! Lucario, Mann. Wieso bist du nicht gegen die Bunke gegangen? Das wäre so gut gewesen. Okay, Glibunkel. Ja, jetzt zu viel, Mann. Steinschädel? Nee, das ist nicht gut. Das ist eine normale Attacke. Aber es sieht cool aus. Ja, das sieht halt echt cool aus. Oh, es macht okay einen Schaden. Das ist okay. Das war auch Crit. Okay. Bullshit ist es. Das ist schon echt cool. Weißt du, was ich dazu sage? Bullshit. Nee, ich finde das schon echt cool. Ich weiß gar nicht, was du da... Nee. Weißt du, was ich dazu sage? Nice. Das ist ziemlich nice. Und vor allem Mew3, der ist jetzt halt nochmal richtig gut gegen den Main, wenn er einfach mal noch eine schöne Attacke raushaut, weil er schneller ist. Und dann würde ich sagen, GG, well play, ne? Mhm. Ja, gut. Aber ich gewinne halt einfach, oder? Nee, finde ich jetzt nicht. Mew3, jetzt beend das jetzt hier bitte. Irgendeine Scheißattacke ein. Schmalhorn. Ah, das ist eine Schadattacke. Ja. Ah, das könnte killen. Nee, ich glaube nicht. Nein. Das könnte killen. Das war eine Rose. Bitte auf YouTube. Ja! Nein! So verdient! Wo ist das verdient? Sei mal leise. Ja, genau. So, Elektrifizierung. Was macht das? Eine normale Attacke wird. Nee, du machst und zum Elektrotypus. Also, nice, voll cool. Das sah echt interessant aus. Geokontrolle? Bitte töte den. Alter, Glibunkel ist so cool, Mann. Ist es jetzt ein Elektro-Pokémon oder nicht? Ich bin jetzt ein Elektro-Pokémon, also Glibunkel. Oder sind... Nee, warte, nur seine Attacken sind... Ich hab keine Ahnung. Mann. Auf jeden Fall, Mewtwo, der haut jetzt raus. Hier mit... Ich sag doch, Leute, der haut jetzt raus. Also, Flatscher. Ich will sein Pokémon Flatscher einsetzen. Pulverschnee. Okay. Das geht auf beide, glaube ich. Nice, das kann freezen, oder? Ja! Moment! Mann. Als ob ich dich damit freeze! Als ob du wirklich einen Freeze bekommst! Bitte auf Mewtwo, das killt, oder? Das killt! Ah, schade. Alter! Mewtwo hätte das gekillt. Das tut sich denn eher! Wo ist deine Gear-Kontrolle im Pressen, du Opfer? Ich war einfach still, weil ich einfach keine Worte für hatte, Mann. Ah, das war echt schön. Das war wunderschön. Nein, war es nicht. War auf jeden Fall gerechtfertigt. Itemsperre. Also nice, Item. Die gute Itemsperre. Ich liebe meine Itemsperre. Das sieht halt schon cool aus. Sieht super aus. Ich weiß gar nicht, aus. Welches Item ich auf Empoleon habe.
bestimmt irgendwas Cooles. Jetzt töte beide. Das geht auch auf beide. Ich hasse mein Leben. Und es droppt deine Init. Das heißt, falls Mewtwo das überlebt, was es tut, ist es jetzt langsamer als Garchomp und ich kann dich leicht töten. Ach, bitte, wie kann man nur so viel Pech innerhalb von 2 Runden haben? Richtig gemario-kartet. Ja. Bitte töte jetzt was. Alter, voll mit dem Fund. Das kannst du mir doch nicht sagen. Also ich würde sagen, könnten wir das Match nochmal wiederholen, das finde ich gar nicht mal so cool. Hä, warum Spammer? Weil das so ein Ranger ist, also so von den der macht halt nur Range-Attacks und spammt die ganze Zeit seine Attacken, Mann. Ich weiß gar nicht, die Leute fragen sich ja immer, wie meine letzten Pokémon heißen, weil ich presse immer so schnell. Was? Ich habe das letzte Metronom-Battle gewonnen und generell schieben wir, glaube ich, ausgeglichen, was das angeht. Also sag mal, leise. Statistiken bitte jetzt hier in die Kommentare schreiben. Also jetzt in die Kommentare, Mann. Groll? Groll. Da hilfst du mal. Lol, Groll ist ja übel gut, oder? Würde ich direkt in der Arena einsetzen. So krass, Mann. Ja, Soulink ist cool. Ja. Ach, bitte. Du kannst dich so setupen, aber ich möchte auch ein paar Kills holen. Ich kann dich nicht nur immer setupen. Ja, das stimmt schon. Weil irgendwann stirbst du halt. Ja. Komm, jetzt zählt er nicht das Mewtwo. Hey, warte. Okay, wo Mewtwo. Du haust jetzt raus, Mann. Gegen Mewtwo? Luftschnitt. Gegen gegen Knackrack? Gegen Lucario. Aber das tanke ich noch. Ach, Mann, das ist doch super. Töte Mewtwo, töte Mewtwo, töte Mewtwo, töte Mewtwo. Nein. Halt auf. Ja! Ich liebe hast mein Leben so, wieder. So geklatscht. Ja, ich habe in die Hände geklatscht. Ich dachte so, ja! Yeah. Nein! Okay, das wird jetzt echt interessant. Baka. Baka, weil es immer so wie so ein Anime-Mädchen rumschreit, weißt du? Ah, deswegen, okay, ja. Baka, verstehst du? Ist okay. Der Name ist okay. Du mit deinen Animus, Mann. Ich bin ein Weeb, Mann. Jetzt hör dir bitte endlich Mewtwo. So, jetzt gehen wir bitte auf Heilopfer, Mann. Ihr gesagt. Bitte auf. Nein! Nice. Oh, das wäre auf Suicune sauer nice gewesen. Ja, aber es ging auf Mewtwo. Nee, ist mir doch egal. Aber ich bin schneller. Flora-Schutz. Was? Ich dachte, das setzt Flora-Kur ein. Das wäre super cool gewesen. Nee, ist nicht so cool gewesen. Doch. Seitentausch? Oh, Leute. Tschüss. Okay, der gute Seitentausch. Das waren die Strategies. Alter. Jetzt greife ich nur noch die ganze Zeit Suicune an und nie mehr Mewtwo oder Klammer. Das hat sich gelohnt. Cool. Ich greife jetzt mir die ganze Zeit mit Kampf- und Normalattacken Dings an. Das hast du ein bisschen spät gesagt, Present. Dann würde ich sagen, kommentiere ich das jetzt hier alleine. Weil ich bin ziemlich cool. Ah, der Staccato. Oh, es killt. Ah, der Seitentausch hat halt echt was gebracht. Egal, ein bisschen Damage macht das immerhin. War halt nicht so nice, aber ein bisschen schon. Mann, das ist richtig langweilig, Metronom Battle allein zu kommentieren. Present! Nein. Na. So, wir sind wieder back! Yo! Weil Present doof ist. Hallo! Und by the way, mein Garchomp hat keine AP mehr. Als ob! Das ja! Ist ja hä? Wie oft hast du bitte Metronom eingesetzt? Ja, du hast da Zwinger auf Mewtwo, Mann! Ich meine, was? Und wahrscheinlich auf Suicune auch! Ja! Ja, wow! Oh, richtig trauriges Ende.